Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Heart Gold. Wir spielen da weiter und sind gerade auf der nächsten Route, um zum 8. Arena-Leiter zu kommen. Wir haben den nächsten Trainer hier. Heute ist Musti mal nicht dabei. Und er spricht auch das legendäre Vogel-Pokémon an. Ja, wer den Pokémon-Anime mal geschaut hat, der weiß vielleicht, wovon er spricht. Luminion, okay, den kenne ich jetzt überhaupt nicht irgendwie. Keine Ahnung, noch nie von gehört im Vieh. Hab nicht mal gesehen. Es ist einfach nur Wasser. Okay, gut. So sieht es auch aus. Ich dachte, es wäre vielleicht auch Unlicht oder so. Okay. Irgendwie ist unser Team ziemlich geschwächt. Ich glaube, dann renne ich doch nochmal zum Pokémon Center zurück. Ah ja! Wir hatten ja ein Pokémon, was ja irgendwie tausendmal Hypnose einsetzen konnte. Super. Ich möchte aber keine Hypnose einsetzen, um euch zu sagen, dass ihr den Kanal abonnieren solltet und, und die Glocke aktivieren solltet, weil hier werden ja immer Let's Plays kommen, sei es von Heart Gold, New Super 2 oder jetzt bald auch von neueren Spielen, also nicht immer so Nintendo Klassiker, sondern auch Switch Games, aber auch vielleicht mal so Pokémons von Steam. So wie Brava war ein Pflanzen-Pokémon, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Dann können wir mal zu Twilight wechseln. Komm schon, wie brav waren Pflanzen-Pokémon, oder? Ich muss wieder mein Pokémon-Gedächtnis einspielen lassen. Ach, wie brav war die Vorentwicklung zu... Nein, nein, nein. Nicht zu Libeldra. Gar keinen Fall. Wir setzen Fliegen ein. Wir haben jetzt auch Glute, Brutalander. Warum auch immer. Aber, ja. Ist ja kein Ultraschall, okay? So, wir setzen Fliegen ein. Und damit... Das ist auch nicht effektiv. Okay, dann gucke ich jetzt doch nochmal nach, was Vibrava für ein Typ ist. Vibrava ist Bodendrache. Ist der jetzt wirklich? Ich glaube, der ist wirklich die Vorentwicklung. Das ist doch unglaublich. Und endlich will er Feuerodem erlernen. Seine erste Drachenattacke. Endlich, Alter. Hättest du schön mitgebraucht, ne? So, ich werde mal Kopfnuss dagegen ersetzen, weil wir haben jetzt Glut und Biss und Feuer und nicht Drache und Flug ist, glaube ich, sehr gut. Der Flug ist gefühlt wie ein Normaltyp, außer dass es noch gegen Pflanzen effektiv ist. So. So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall die Telefonnummer, das sprich uns vor, weil es ist immer das Gleiche. So, und jetzt kommen wir in die... Der Eisfahrt. Pass auf, dass du nicht ausrutscht im Fels oder versehentlich irgendwo runterpurzelst. Okay. Gut, Leute, wie gesagt, ich gehe jetzt mal kurz zum Pokémon Center zurück. Bis gleich. So, dann sind die Pokémon und ich ready, endlich in den Eisfahrt zu gehen. Auch hoffe ich ihr. Vielleicht habt ihr ja einen dicke Jacke angezogen. Aber jetzt wird's kalt. Cool. Bin mal gespannt, was hier so auf uns wartet. So, diese Eisrätsel kenne ich auch schon aus Pokémon X. Die könnten schwierig werden. Oh, warte mal, hier kann man ja einen Encounter, glaube ich, fangen, ne? Ich habe dem guten alten Jutet versprochen, dass das nächste Pokémon nach ihm benannt wird. Ich hoffe, es ist gut. Oder? Muss ein Pokémon geben. Ja, okay. Der nächste Encounter ist... Okay. Mir fällt gerade erst auf, dass ich auch trainieren wollte mit dem Pokémon. Und das ist eine gute Idee, weil wirklich manche Pokémon sind echt auf einem echt niedrigen Level. Ich versuche jetzt mal alle auf 35 zu bringen. Und dann sehen wir uns später. So. Oh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich lange trainiert. Weiß nicht, 30 Minuten oder so. Das war wirklich die längste Trainingssession, die ich je gemacht habe. Und ja, so sieht es jetzt aus. Viele sind auf 36, aber alle sind jetzt mindestens auf 35. Und ja, das reicht auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Also... Ich war wirklich schon ein bisschen beängstigt, dass der letzte Team Rocket Vorstand dann Pokémon Level 38 hat. Und jetzt hatte ich doch schon Angst, dass der Arena-Leiter dann wirklich mit Pokémon Level 45 oder sowas da ankommt. Und dafür wollte ich jetzt erstmal ein bisschen trainieren. So, ihr kennt das ja, bei wilden Pokémon werde ich immer vorspulen. Damit wir da ein bisschen durchkommen, weil leider in den alten Pokémon Games war dir das Auftreten von wilden Pokémon noch meiner Meinung nach echt... Sieht ein bisschen falsch aus. War echt ein bisschen mehr. Gut. Sind ein Item? Nein, dann gehen wir weiter. So einfach ist das aber nicht. Ein kleines Rätsel. Okay. Achso, ich war schon, glaube ich, hier. Ja. Ja, warte mal. So, alles klar.
Oh shit. Okay. Wir müssen auf jeden Fall auf den Stein da. Aber hä? Wie soll das denn gehen? Bin ich ein bisschen überfragt gerade. Ah, scheiße. Warte mal. Zum Glück sind die keine wilden Pokémon. Hä? Bin ich zu blöd oder was? Okay, ich muss ganz kurz schneiden. Cool. Okay, das musste ich jetzt nachgucken. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Jetzt weiß ich es aber. Obwohl ich es gerade herausgefunden habe, habe ich schon wieder nicht geblickt, wie es gehen soll. Also, man muss es einfach so machen. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Gut. Wo geht's denn jetzt lang? Oben oder unten? Okay, unten gibt es ein Item. So, und jetzt bitte mal ein bisschen schneller. Also, das war ja wirklich ein absoluter Brainlag. Ich bin ja keine Ahnung. Ja, das kann es doch nicht sein. Warte jetzt, oder? Boah! VM Kaskade war das. Okay, das war wichtig. Kaskade ist natürlich nicht stärker als Surfer. Aber Kaskade zu haben ist auf jeden Fall wichtig. Kaskade macht 80 Stärke, okay. Kann das denn irgendein random Pokémon von uns erlernen? Ja, muss die könnte es erlernen. Aber vor allem ist Flammen ja für immer da. Weiß ich jetzt gerade nicht. By the way, muss die jetzt auch Nebelball, ist eine sehr starke Psycho-Attacke. Hä? Nein. Ja, wir werden jetzt einfach mal Kaskade einfach so liegen lassen. Können ja immer noch einen Entfernungsgraben dann dafür nehmen. Wie gesagt, eine Wasserattacke reicht auch eigentlich. Ah, die enthält Kaskade. Damit kannst du nach herzenslos Wasser klimmen. Ich, bevor ich am Wasserfall hochklettern kann, brauche ich erstmal eine neue Schuhe. Ja, dann hätten wir sie geben können. Wir haben nämlich fette Sneaker. Die auch Mario mal anhatte. Spitz. So, gut. Wir sind... Oh nein, ey. Boah! Boah! Boah, was? Ein Elevoltec! Das ist für mich das beste Elektro-Pokémon aller Zeiten. Obwohl ich es nie hatte. Nie in meinem ganzen Leben habe ich Elevoltec gespielt. Elekid, irgendwen. Elektek, nie gespielt. Aber ich habe ihn... immer nur von seiner Stärke gehört. Und ich glaube, aus unserem Team kann niemand Stärke. Oh Gott, aber wie viele Pokémon tauchen hier bitte auf, ey? Ja, super, danke. Wenn so, wir werden es wie Löcher. Achso, wir kommen auch ohne Stärke weiter. Okay. Hä? Wofür brauchen wir Stärke? Das ist so ein Teaser auf Stärke. Sengo. Okay. Kommt ja, glaube ich, später als Rudel nur noch vor. Erstmal die Leiter runtergehen, falls wir aber was mit den Löchern machen müssen. Och. Jetzt gibt es da ein riesen Eisrätsel. Und wir sollen da mit den... Warte mal. Gott, ey. Ja, super, dann brauchen wir jetzt die ganze Zeit diese Löcher. Dann nehmen wir mal das erste. Mhm. Keine Item. Hier kommen wir auch nicht in das Item ran. Ich könnte kotzen. Ja, perfekt. Aber vielleicht können wir aus der Phase vielleicht darunter. Aha. Und dann hier hin. Jetzt sehen wir es. Irgendein Item. Gar nichts? Doch, Blattbrocken, okay. Gucken wir uns mal an. Blattbrocken macht was? Eisenschrank verlängert die Dauer von Sandsturm. Okay, ist unnötig. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ach, super. Zum letzten Fleckchen Boden kriegen wir ein neues wildes Pokémon. Gut, fast Level 36 für Let's Blue. By the way, Butalan hat wieder so lange gebraucht fürs Level Up. Das war echt nicht normal. Gut, dann nehmen wir mal das Loch.
Obwohl, nee, das bringt ja gar nichts. Sind wir ja hier. Nee. Boah, ey, ich könnte ausrasten, wirklich. Ich hasse diese Eisrätsel. Vielleicht hasse ich auch generell Rätsel, vielleicht mag ich auch deswegen kein Zelda. Keine Ahnung. Glücksei. Was ist das? Eine zu tragen, das mit Glück gefüllt ist und für zusätzliche EP sorgt, okay? Das dürfte ganz interessant sein. So, aber wie kommt man denn jetzt dahin, bitte? Hm, werden wir schon irgendwie herausfinden. Ich muss aber auch irgendwie erstmal wieder zurückfinden. So. Alles klar. Dann hat man aber, glaube ich, noch ein anderes Loch. Magbrand gibt's hier auch, Junge! Also, wir wären so heftig, wenn wir alle randomisten Pokémon einsammeln würden, aber. Ach, das wäre auch dann wieder ein bisschen zu OP. Gut, da war ein Loch. In welches Loch sind wir denn gegangen? In das oder da? Warte mal, da war eine Leiter? Also, irgendwas ist jetzt hier ganz komisch. So, Level 36 für Luis. Ziehstrahl? 65? Okay, ist stärker als Konfusion. Ja, machen wir Psystrahl. Ich glaube, Psystrahl kann auch. Ah, ne, jetzt nicht mehr. Latias. So, dann nehmen wir das Loch noch. Mhm. Okay. Okay. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll, ne? So anstrengend. Ey, guck bitte in der Timeline, wo das aufhört. Mach hier mal Kapitel. Damit das hier noch ein bisschen dran bleibt. Ja, pff, muss ich wieder nachgucken. Ich rasse, also ich teile gleich meinen Bildschirm in 50.000 Teile. Wirklich, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Gut, ich weiß jetzt, wie es geht. Wir konnten eigentlich gar nichts richtig machen. Nämlich brauchen wir doch Stärke, um die scheiß Steine da reinzuholen. Boah, ey, es ist unglaublich, wirklich. Haben wir jemanden mit Stärke? Gut, da bin ich wieder. Ich habe jetzt Geckerbomb mitgenommen, mit dem wir Stärke einsetzen können. Zerschneider und Zertrümmerer. Ich habe dafür mal wieder alles bei Luis auf die Bank gelegt. Da müssen wir uns auch nicht wundern, dass er so niedrig gelevelt ist meist. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Also, den Stärke machen wir da raus, da. Alles klar, ich habe einen Plan. So, Stärke. Zack, dann gehen wir einmal rum. Sollte richtig sein. Und jetzt von hier. Aber warte mal, müssen wir den da reinpacken? Oder muss der da rein? Warte mal, eigentlich muss es ja auch hier einen ersten Stein geben. Boah, warum müssen die das so kompliziert machen? Also der kann auf jeden Fall. Ja, sollte funktionieren. Muss nur kurz außen rumlaufen. Warte. Oh, ich flüchte jetzt einfach mal, weil ich auf die Scheiße ab. Entschuldigung. Boah. Nee, den knall ich jetzt weg. Boah, ey, Alter. Ich habe aber kein Geld für Schutz, oder? Wie viel Geld habe ich denn eigentlich gerade? Ich habe aktuell 77.000. Wir könnten nochmal zu diesem einen Einkaufszentrum zurückgehen und uns TMs kaufen. Aber dafür habe ich jetzt echt keinen. Wir haben einen Schutz. Ja, und das war's. Boah, wirklich. Also. Irgendwem schmeiße ich doch gleich hier irgendwelche Eier ins Fenster. So, gut. Der erste Stein ist runter. Hm.
knallen wir den jetzt da unten rein. So, dafür so, zack. Rein. Dann jetzt hier, so, und noch ein weiter. So, und jetzt. Digga. Hab ich erstmal erschreckt. Ich dachte, ich falle jetzt runter. So, nicht bewegen. So. Oh! Boah, fast zu viel bewegt. Okay, ich muss jetzt echt mal ein Safe-Set machen, Alter. Das ist ein absolutes Zitter-Game. So, gut. Dann geht der einen hoch. Und dann packen wir den da hinten rein. So, ich hoffe, das ist jetzt alles richtig. Weil jetzt muss der da oben rein. Gut. Sollte funktionieren, wenn ich den jetzt hier mache. So. Perfekt. Yes. Okay, gut. Damit haben wir was. So, und jetzt noch das Rätsel. Das habe ich mir nicht angeguckt. Warte mal, so. 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 Puh. Okay. Danke. Und ja, ich sage auch euch danke fürs Zuschauen hier von Pokémon hat Gold. Wir sehen uns im nächsten Part. Das hier heißt Pokémon hat Gold. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren und Glocke aktivieren, um weitere Parts zu lassen. Liken, wenn euch der Part gefallen hat. Ciao.